Herzlich willkommen, guten Morgen hier im Hörsaal 2 zu unserer ersten Session am Donnerstag. Und zwar beginnen wir mit einem Vortrag zum Thema Open Drive Daten. Präsentiert wird er von Michael Scholz. Er ist, wie er selbst schreibt, Datenjongleur am DLR in Braunschweig. Und ja, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Super, vielen Dank. Ja, guten Morgen an alle. Schön, dass ihr hier seid. Ich werde heute was zu Open Drive erzählen und meine erste Frage wäre, wer hat schon mal mit Open Drive gearbeitet von euch? Okay, das ist nicht so viel, hervorragend. Dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr zu fragen, wer von euch hat denn schon mal mit Open Drive und GDAL gearbeitet? Okay, sehr gut. Das sind die drei, von denen ich gesprochen habe. Super, dann ja, zu mir. Ich bin Michael oder auch einfach nur Michi. Ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren beim DLR und das DLR hat viele Institute. Ich bin beim Institut für Verkehrssystemtechnik. Das ist in dem Sinne Raumfahrt, als dass ich es als bodengebundene Raumfahrt bezeichnen würde. Und neben ja, Sicherheit, Digitalisierung, Luftraumfahrt und maritimen Themen und Energiesystemen machen wir halt auch viel im Bereich beispielsweise Bahnverkehr und Verkehrsmanagement. Und mein Hintergrund ist mehr so aus dem Bereich ja, des autonomen Fahrens und der Fahrsimulation. Und da werdet ihr heute ein paar neue Dinge erklärt bekommen. Das ist grob der Inhalt. Ich werde ein bisschen was zu Open Drive Anwendungsfeldern erzählen, warum es dieses skurrile Format überhaupt gibt und was das Interessanteste ist. Dann in der Open Drive Struktur werde ich mal auf das Open Drive Format eingehen, weil mir sehr wichtig ist, dass ihr versteht, was da eigentlich hintersteckt und was das ist. Und dann werdet ihr vielleicht auch ein Verständnis dafür bekommen, warum das dann doch recht komplex manchmal ist. Und im Anschluss erzähle ich dann schnell in ein paar kleinen Dia-Slides, wie wir dafür einen GDAL-Treiber geschrieben haben oder noch gerade dabei sind und stelle auch noch ein paar weitere Open Drive Tools vor. Gut, legen wir los. Open Drive Anwendungsfelder. Das Open Drive Format ist ein offener Industriestandard, wird vom ASAM in Bayern sozusagen gemaintained und Ursprung des Ganzen war oder ist die Fahrsimulation und da geht es darum beispielsweise ja, zu untersuchen, wie Menschen mit dem System Fahrzeug und mit dem System Verkehr interagieren. Wir haben Institut, wir haben viele Verkehrspsychologen, die sich beispielsweise anschauen, wie ja, interagieren eigentlich die Menschen mit Elementen im Verkehr, wie sind die Blicke gerichtet, wenn es um Abbiegesituationen in Kreuzung geht, wie entstehen eigentlich Unfälle, ganz viel Grundlagenforschung. Und dafür setzt man Leute in so Sitzkisten und dann fahren die durch so eine 3D-virtuelle Welt. Computerspiel ist da sehr ja, verwandt mit. Das Ganze hat in den letzten paar Jahren ziemlich einen Boost erhalten durch diese ganzen fancy Rendering Engines wie Unity und Unreal. Und da passiert auf jeden Fall sehr viel Entwicklung. Naja, und man muss diese 3D-Simulationswelten irgendwie generieren. Früher wurde das klassisch an 3D-Editoren gemacht. Das heißt, ich ziehe mir so eine Kreuzung auf, lege mir so eine Straße rein und möchte parametrische Geometrie ja, Darstellung wählen. Das heißt, ich möchte irgendwie eine Gerade haben und dann einen Kreisbogen und das Ganze soll auch schön stetig sein, damit der Verkehr, den ich nachher drauf generiere in der Fahrsimulation, dass der auch schön flüssig und smooth durch die Gegend fährt und nicht irgendwie abgeruckelt auf irgendwelchen Kanten hin und her fährt. Heutzutage macht man sehr viel geodatengetrieben, das heißt, ich mache nicht mehr alles am Editor per Hand, sondern schaue, was gibt es vielleicht bei der Stadt an Daten, was hat OpenStreetMap, wie kann ich das prozedural generieren und das wäre jetzt so ein Ausschnitt beispielsweise von der Kreuzung aus Braunschweig und ihr seht jetzt schon, das sind ziemlich viele Details, also ich habe einmal Fahrstreifengrenzen, ich habe hier einzelne Poller und ja, Lichtsignalanlagen und Schilder, das heißt, wenn ich sowas aus Geodaten generieren wollen würde, müsste das ziemlich detailliert schon in der Datenbasis vorhanden sein, also all diese ganzen Informationen. Man kann Baumkataster einbinden, was auch immer und dann bekommt man solche Sachen. Und das Open Drive ist halt notwendig für die Fahrsimulation als Straßenbeschreibungsformat, damit der Verkehr darauf fahren kann und alles vernünftig funktioniert. Das Ganze ist dann so ein bisschen durchgesickert in die Domäne des autonomen Fahrens. Habt ihr bestimmt alle mal schon gehört, hier in Hamburg gibt es auch eine Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren. Da soll es Shuttles geben, die autonom durch die Gegend Passagiere befördern. Und ja, diese autonomen Systeme, nenne ich sie einfach mal, die benutzen oft, zumindest zur Entwicklungszeit, OpenDrive. Basiskarten, damit eben diese ganzen hochdetaillierten Informationen irgendwie ins System kommen.
Und in letzter Zeit hat das Thema auch einen größeren Einzug, sage ich mal, in die kommunale Welt gefunden. Da geht es dann darum, Verkehrsplanung, Straßennetzplanung ein bisschen voranzutreiben und Simulation des Verkehrs durchzuführen. Vielleicht haben einige von euch schon mal mit Sumo gearbeitet. Das ist eine der verwendbaren Verkehrssimulationen, die wird auch bei uns am Institut entwickelt. Und wenn ich halt einzelne Verkehrsteilnehmer mikroskopisch simulieren möchte, also jedes Fahrzeug, jeden Fußgänger individuell, dann brauche ich natürlich irgendein Straßenformat, was mir die ganzen Fußgängerwege, wie auch immer, Fahrstreifen, Fahrradstreifen und Ampeln abbildet, sonst funktioniert das alles nicht. Und im Idealfall, irgendwann möchte ich vielleicht so einen OpenDrive-Datensatz aus meinen Katasterbasisdaten generieren können. Das ist natürlich sehr zielführend, wenn man das nicht alles doppelt und dreifach hat, sondern nur eine Basis, in der man die Daten verwaltet. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Also hier habe ich das jetzt mal aufgetrennt, an einem Luftbild dann überlagert. Man hat die einzelnen Fahrstreifen, das wird dann auch Radwege werden oft digitalisiert und tatsächlich auch Grünstreifen in der Fahrsimulation möchte man die Informationen auch haben. Und das Ganze wird dann sehr detailliert. Man hat dann noch die einzelnen Pfosten, wo Schilder dranhängen, auch noch als Objekte drin und die Schilder sind dann nachher Signale. Und so baut sich eigentlich so ein Multilayer-Datenmodell auf. Und im OpenDrive ist das als im XML in einer Datei nachher sozusagen wird das ausgetauscht und in eine Fahrsimulation beispielsweise geladen. Dann muss man noch ein bisschen über das Thema HD reden. Das ist immer so ein bisschen schwammig, das kommt immer auf den Anwendungsfall an, was jetzt hochgenau oder High Definition ist. Wenn man, sag ich mal, im autonomen Fahrenbereich unterwegs ist, unterscheidet man gerne zwischen absoluten Koordinatenfehlern und relativen Koordinatenfehlern. Das heißt, also relativ sind die Beziehungen der Elemente untereinander, das sollte schon einigermaßen passend sein, aber die ganze Szene, die sollte jetzt nicht mehr als 10 bis 20 Zentimeter neben der Realität liegen, einfach gesagt. Für die Fahrsimulation nachher ist das vielleicht ein bisschen weniger relevant. Interessant wird es, wenn ich beides koppeln möchte. Ich bin im Simulator und beziehe Elemente des realen Straßenverkehrs mit ein, dann wird es schon lustig. Und traditionell ist es so, dass diese hochgenauen Karten im OpenDrive-Format aktuell zumindest nur selten von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden können, weil eben das Format relativ komplex ist und es nicht mit den bekannten GIS-Datenmodellen irgendwie übereinbar ist. Und deswegen werden oft Mobile-Mapping-Dienstleister beauftragt, um solche Daten zielgerecht zu vermessen und dann zu annotieren. Und das ist eigentlich das teuerste an dem Ganzen und das dauert auch immer ziemlich lange. Ich habe dann nachher meine 3D-Punktwolken von Laserscannern und Stereokameras und dann werden da leider noch sehr oft händisch die Elemente alle manuell annotiert. Das heißt, hier ist ein Schild, vielleicht ziehe ich eine Boundingbox drum oder das wurde vielleicht sogar automatisch erkannt. Dann muss ich noch den Typ zuweisen und dann natürlich auch im OpenDrive die Verknüpfung zur Straße herstellen. Das ist nämlich alles im Datenmodell ineinander referenziert. Erzähle ich gleich was zu. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, solche Daten erstmal im OpenDrive-Format vorliegen zu haben. Da muss man erstmal hinkommen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das OpenDrive so ein bisschen aussieht. Das Allerwichtigste ist, es gibt eine Georeferenz, räumliches Koordinatenbezugssystem, ist in den Metadaten im Header verankert. Hier sieht man so einen Proj-String, der jetzt sagt, okay, das ist UTM-Zone 32 und ich bin GRS im Datum, das heißt, es ist das typische EPSG 25832 Koordinatensystem, das amtliche beispielsweise. Aktuell gibt es leider nur den Proj-String. Das wäre natürlich cool, wenn man in Zukunft auch die OGC-WKT-Strings hier verwenden könnte. Das kann man mal in das Gremium reintragen, dass das passiert. Und damit kann ich schon mal meine Daten auch geografisch verorten, was nicht trivial ist, weil ursprünglich war die Georeferenz eigentlich egal. Ich hatte synthetische Daten für den Simulator, es war egal, ob das an der echten Kreuzung spielt oder nicht. Heutzutage möchte man vermehrt immer Realdaten verwenden. Und dann gibt es dieses relativ komplexe Datenmodell, was hierarchisch aufgebaut ist. Kernstück aller Elemente ist immer eine Road, also eine Straße. Und die hat dann eine Geometrie, das ist dann der Straßenverlauf, das wird als Planview hier dargestellt, erzähle ich gleich mehr zu. Dann gibt es noch verschiedene Höhenprofile und Lateralprofile, das heißt, die Querneigung der Straße kann auch noch als kubisches Polynom dargestellt werden. Dann habe ich Fahrstreifen, hier Lanes, und die Lanes können auch nochmal verknüpft sein.
Und dann habe ich Fahrstreifenmarkierungen und so weiter. Ich habe danach Road Objects und kann eigentlich ja so ein ganzes ja, Verkehrsmodell der Infrastruktur da drin abbilden. Ja, die Querverweise sind relativ dominant. Also ich habe Roads, die haben Vorgänger, Nachfolger. Lanes haben Vorgänger, Nachfolger. Ein Signal, also ein Schild beispielsweise, kann eine beschränkte Gültigkeit haben für eine Anzahl von Lanes. Dann gibt es Kreuzungen, also Junctions, wo verschiedene Roads zusammenlaufen. Dann habe ich auf Lane-Ebene, auf Fahrstreifen-Ebene nochmal Einzelverknüpfung, damit, wenn ich Verkehr generiere, der auch halt korrekt fährt und nicht einfach an der Kreuzung stehen bleibt. Das ist ziemlich wichtig. Und ja, das Herzstück ist diese lineare Referenzierung. Man hat eine Referenzlinie, die wird geometrisch modelliert und alle anderen Elemente sind üblicherweise entlang dieser Referenzlinie generiert. Das heißt, ich habe jetzt hier in der Mitte meine Referenzlinie, der blaue Strich. Und wenn ich jetzt einen Fahrstreifen definiere, dann kann ich zum Beispiel sagen, der Fahrstreifen hat eine Breite von 3 Metern und das war's. Und der Fahrstreifenverlauf orientiert sich jetzt an der Referenzlinie über dieses S- und T-Koordinatensystem. S ist linear referenziert entlang der Referenzlinie und T sind quasi die orthogonalen Offsets zur Seite. Und wenn ich ein Straßenschild hätte oder habe, dann liegt das bei S 10 Meter und beispielsweise 4 Meter nach rechts oder 4 Meter nach links. Und so sind die Elemente verortet. Das heißt, ja, im GIS-Kontext müsste man alles in Realkoordinaten, absolute UTM-Koordinaten beispielsweise zurückrechnen, um damit ja, vernünftig arbeiten zu können und das visualisieren zu können und mit anderen Daten verschneiden zu können. Diese Referenzlinien, die können verschiedene Geometrietypen sein. Das Einfachste sind natürlich Linien. Dann gibt es so Spirals, das sind Klotoiden oder Wiener Bögen. Und man kann die beliebig aneinander formen. Idee des Ganzen ist, dass ich halt stetige Kurvenradienübergänge habe. Hintergrund ist, wenn ich mit dem Fahrzeug fahre, ich bin auf einer Geraden und jetzt kommt ein Kreisbogen, der hat plötzlich eine Kurvenradius von 10, dann macht mein Lenkrad den hier. Also relativ ruckartig. Und wenn ich dazwischen aber so eine Klotoide einbaue, dann habe ich einen zunehmenden Kurvenradius von 0 bis 10 und kann halt so eine smoothe Transition ja, realisieren. Und das Wichtige ist, beim Modellieren muss man auf viele Dinge achten, dass die ja, Transition zwischen den Geometrien, ja, wie ich schon gesagt habe, stetig ist. Ansonsten gibt es Probleme nachher beim Datenvisualisieren. Und dann komme ich auch schon zur Implementierung und zu den Geometriehintergründen. GDAL habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, wenn ihr beispielsweise mit QGIS gearbeitet habt. Ich habe gerade mal aus Wikipedia rauskopiert, dass GDAL 60 Rasterdatentypen und noch mehr unterstützt und mindestens 20 Vektordatenformate, beispielsweise GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, die üblichen Verdächtigen, auch CSV ist ein Geodatenvektorformat. Und fast alle, würde ich sagen, GISse, egal ob kommerziell oder frei, ja, also Desktop-GISse benutzen GDAL im Hintergrund. Und das ist sehr mächtig. Und GDAL benutzt zur Repräsentierung von Vektordaten das OGC Simple Feature Modell, das ist standardisiert. Und was wir jetzt mit unserem GDAL-Treiber gemacht haben, ist, wir haben diese OpenDrive-Geometrien genommen und die in diese Simple-Feature-Geometrien übersetzt. Und wenn wir uns das angucken, ich habe in so einer Geometrie, das eine ist jetzt ein Kreisbogen, das eine ist eine Linie. Ich habe einen UTM-Aufsatzpunkt und danach habe ich eine parametrische Geometriedefinition. Das heißt, die Linie, die wird bei X und Y starten, hat irgendeine Richtung, einen Azimut und eine Länge. Und bei der, beim Kreisbogen würde dann noch ein Kurvenradius dazukommen. Und ja, was macht man dann? Also ich habe jetzt so eine parametrische mathematische Definition, also das sieht ja noch nicht aus wie so eine Linie, die ich irgendwo plotten könnte im GIS. Ich sample das Ganze, das heißt, ich definiere mir eine Schrittdistanz, die ist irgendwie konstant oder dynamisch und bekomme einzelne Punkte, die ich dann zu Line-Strings konvertieren kann und dann kann ich das Ganze in GDAL reinbringen und in mein GIS. Das könnte man jetzt selber implementieren, das machen viele. Das ist immer so ein bisschen das Ding von Open Source, dass man immer alles wieder neu implementiert und das dann als Open Source veröffentlicht. Aber meiner Meinung nach sollte bei Open Source der Gedanke auch im Vordergrund stehen, bestehende Sachen erstmal zu verwenden und zu schauen, was gibt es eigentlich. Und da gibt es die libOpenDrive, die hat ein ja, Entwickler in Karlsruhe, glaube ich, beim KIT entwickelt. Das ist eine C++-Library und die macht eigentlich schon sowas. Die nimmt diese parametrischen Geometrien und wandelt die in ja, diskrete Punkte um. Habe ich euch auch mal das GitHub-Repository hier abgelegt, könnt ihr mal drauf schauen. Und diese C++-Library, die stellt jetzt eigentlich schon alles bereit, was sie brauchen. Da kann man jetzt Copy-Paste
fast 1:1 die Geometrien raus übernehmen. Und ich habe jetzt hier meine OpenDrive-Geometrie-Definition, kann daraus Line-Strings machen im OGC Simple Feature-Format. Und somit kann ich direkt das OGR-Geodatenmodell von GDAL bespielen. Und bekomme dann so eine Abbildung von, ja, meinen OpenDrive-Elementen, das ist jetzt skizziert, wie wir das im Treiber grob implementiert haben, zu den OGC Simple Feature Types. Ich habe ja die Referenzlinie und meine Fahrstreifengrenzen, die könnten als Line Strings dargestellt sein. Und die, ja, der Fahrstreifen selbst ist ja ein Polygon im GIS-Sinne, wird als Polygon dargestellt. Im Treiber haben wir das als TIN, also als so ein Triangle Mesh, weil das auch die Oberfläche mit den Z-Werten besser darstellt. Und gut, wenn man das alles hat, hat man diesen GDAL-Treiber noch zu schreiben, der das tatsächlich tut. Und nach vielen tausend Malen hin und her probieren, ruft man irgendwann auf, OGR-Info-Format, zeig mir, was du kannst. Und da steht noch kein OpenDrive drin. Dann muss man debuggen, gucken, integrieren, nochmal die Community fragen. Und da muss ich dazu sagen, dass die Community tatsächlich grandios ist. Ich hatte am Freitag noch Probleme beim Kompilieren, da kam am Samstag direkt irgendwie ein Patch und dann war das Problem behoben. Und ich dachte, ja, hervorragend, dann kann ich für die FOSGIS alles fertig machen. Und da gibt es den Evan, den Hauptentwickler, der hat halt sehr viel geholfen. Und irgendwann funktioniert das dann. Ich kann OpenDrive-Daten lesen. Von Schreiben reden wir noch nicht. Ja, was fehlt dann noch? Dann muss ich das Ganze veröffentlichen. Wir haben hier das Ganze in unserem Fork als optionalen Branch gepublished mit einer Dokumentation. Da können wir auch mal kurz reingucken. Da stehen dann so Dinge drin, wie verwende ich das eigentlich? Also ich habe auf der einen Seite einen Ausgangs-OpenDrive-Datensatz, beispielsweise den hier, und möchte den einfach in GeoPackage konvertieren. Und das kann ich mit Ogre machen. Und es gibt bei uns im Treiber noch ein paar Parameter, die sind in der Doku beschrieben, was die eigentlich machen. Könnt ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen. Wir haben einen Dockerfile, da könnt ihr das auch selber bauen als Image. Aktuell ist es nämlich noch nicht im GDAL Master drin, also in der, sage ich mal, Main Distribution. Das haben wir nämlich jetzt vorgestern gemacht. Da muss ich nochmal ein großes Lob und großen Dank an meine Kollegin, meine Studentin aussprechen, an die Gülsün. Die hat sehr viel bei der Treiberimplementierung geholfen und wurde so ein bisschen ins kalte Wasser mit dem ganzen C++-Code geworfen. Und mein Kollege Olli, der ist auch immer für Rat und Tat zu haben, der ist dann pragmatisch einfach mal kurz dabei, ein paar neue Features zu implementieren. Ja, ich kann euch eine kurze QGIS-Demo zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe hier jetzt ein Luftbild vom LGLN, 20 cm aufgelöst und ich habe im Vorfeld das OpenDrive mit Ogre to Ogre in ein GeoPackage umgewandelt. Theoretisch könnte man, wenn man unter Windows alles vernünftig kompiliert bekommt, jetzt ein OpenDrive hier Drag and Drop reinziehen und dann würde es geladen werden. Habe ich noch nicht hinbekommen. Ist so das nächste auf der Agenda, aber das ist quasi greifbar. Und ich habe jetzt hier ein Geopackage daraus gemacht. Und wenn ich das jetzt in QGIS hier reinziehe, werde ich erstmal gefragt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass es nicht zu klein ist. Ich bekomme verschiedene Layer dargestellt, die ich importieren kann. Das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor aus der Präsentation. Es gibt so Lanes und Lane Borders, diese Referenzlinie und the Road Signals. Und hier sind dann diese Geometriedatentypen, die jetzt in GDAL vorliegen. Und wenn ich jetzt einfach alles erstmal reinlade, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier meine Geometrien. Erstmal standardtypisch sieht das ziemlich hässlich aus, aber wenn ich jetzt beispielsweise die Lane-Polygone nehme, ich sage jetzt hier, dass ihr seid jetzt grau, so wie eine Straße auszusehen hat, aber ohne Kante, dann habe ich schon mal so eine Art Asphalt. Und jetzt nehme ich noch die Roadmarks dazu, dann mache ich die einfach, ja, dann machen wir die Plain White. So, ich habe jetzt hier dann meine Fahrstreifenmarkierungen auch drin. Die sind jetzt direkt aus dem OpenDrive gekommen. Und dann hatten wir von Signalen gesprochen. Das sind jetzt diese kleinen rosa Punkte. Dann machen wir die jetzt einfach mal big and shiny. Und so, das wäre sozusagen das erste Ergebnis von, ich lade einen OpenDrive-Datensatz ins GIS und kann jetzt natürlich hier meine typischen GIS-Queries machen. Ich frage hier ab, okay, was ist dieses Signal? Das ist STVU-Typ 274, das ist ein Geschwindigkeitsbeschränkungsschild vom Typ 70 km/h und so könnte ich erstmal mit den Daten interagieren. Genau. Dann schauen wir weiter. Was gibt es eigentlich noch für OpenDrive? Es gibt eine ziemlich
wachsende, stetig wachsende Community gerade. Ein toller Link hier, da gibt es ganz viele Tools aufgelistet. Es gibt von der TU München, Benedikt Schwab hat das hauptsächlich mitentwickelt, den Airtron, das ist auch ein Tool, mit dem man OpenDrive in City Gmail 3.0 laden kann. Und es gibt den Online-ODR-Viewer, heißt das. Das ist so ein 3D-Tool, mit dem man sich OpenDrive-Daten reinladen kann und im Browser anschauen kann. Das Ding benutzt libOpenDrive. Das ist quasi der Entwickler von libOpenDrive, der dieses browserbasierte Visualisierungstool gebaut hat. Und die libOpenDrive, dieselbe, die er benutzt, benutzen wir auch. Und alle Features, die wir in libOpenDrive dazu implementieren, sind auch automatisch in unserem GDAL-Treiber drin und auch automatisch in dieser Web-GUI drin. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Die Idee für das Ganze hatte ich irgendwann 2017. Nochmal, ASAM ist ein offener Industriestandard. Und in Zukunft würden wir gerne weiter das Ganze in CityGamer integrieren. Jetzt gibt es beim OGC neue Pläne für Domain Working Group Transportation Mobility. Da wird das alles ein bisschen zusammenfließen. Und wenn man einmal damit angefangen hat, wird man so ein bisschen süchtig. Man könnte jetzt als nächstes Beschreibungsformat RailML nehmen. Das ist für Eisenbahntrassen und Infrastruktur im Bahnbereich. Das könnte man jetzt auch über einen GDAL-Treiber eigentlich ja, auf die gleiche Art und Weise verarbeiten. Und das war's. Ja. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Einfach mal einen GDAL-Treiber implementiert. Tolle Sache, weil dann können es ganz viele nutzen. Ja, das war meine Hoffnung. Ich denke da auch in anderen Bereichen drüber nach. Gibt es hier Fragen im Raum? Auf dem Portal habe ich jetzt leider noch keine gesehen. Ja, dort drüben. Mirko, du gehst rum. Ich stelle erstmal meine Frage und dann hier aus dem Raum. Und zwar gleich am Anfang, warum sind diese Grünstreifen so wichtig? Ich bin Geograf, das interessiert mich. Wenn ich in die klassische Fahrsimulation gehe, baue ich mir das 3D-Modell ausgehend von der Straße auf. Das heißt, ich habe irgendwie die Fahrstreifengrenze als Transition danach in ein texturiertes Oberflächenmodell beispielsweise. Und das muss möglichst gut noch aussehen aus der Perspektive des Fahrzeugs heraus. Deswegen legt man da viel Wert, dass auch der Bereich um die Fahrbahn herum auch noch möglichst hochgenau und detailtreu wieder gegeben ist. Deswegen werden auch oft Grünstreifen mit erfasst. Ja, muss man nicht. Okay, dann unsere Frage hier vorne. Ja, vielen Dank. Hört man nicht? Nee. Ist eingeschaltet? Noch kein Sound. Ist das Mikro Nummer 2? Können wir das hören? Sonst stell die Frage und ich wiederhole die einfach. Dann hören es die anderen. Genau, ich wollte wissen, wie man denn an so OpenDrive nachkommt. Sind die relativ verbreitet? Oder? Gute Frage. Wie kommt man an OpenDrive-Daten ran und sind die verbreitet oder nicht? Früher war das mehr so, der Workflow war, ich als Automobilhersteller brauche diese Daten für meine Automationsfunktion und die Simulation. Ich frage bei der Stadt nach, die hat keine so detaillierten Daten und vor allem nicht im OpenDrive-Format, dann gehe ich zu einem privaten Dienstleister und beauftrage den, dass er mir die vermisst. Also es wird vermessen und annotiert und dann modelliert und das dauert und kostet ziemlich viel Geld und meistens sind die eben nicht greifbar. Und wir haben jetzt in ein paar DLR-Projekten solche Vermessungen mal durchführen lassen und haben die Daten jetzt auch auf Open Data gelegt. Da hatte ich letztes Jahr einen kleinen Lightning Talk zu. Aber das kommt jetzt mehr und mehr. Beispielsweise die Stadt Hamburg ist sehr weit dabei, selber zu schauen, dass sie OpenDrive-Daten generiert bekommt, auch für die Fahrsimulation und auch um solche Anfragen von zukünftigen Entwicklungstrends bedienen zu können. Sonst noch Fragen hier im Raum? Dann hätte ich noch eine dritte. Ja. Du kriegst dann gleich mein Mikro. Diese Stützpunkte, die können auch dynamisch gesetzt werden, hast du gesagt. Das ist dann immer gleich oder ist das abhängig vom Zoom? Also wenn ich immer reinzoomen würde, dass es dann immer genauer wird oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, beim Diskretisieren, also wenn ich aus den parametrischen, mathematischen Kurvenbeschreibungen jetzt meine Simple Feature Punkte diskretisiere, das macht jetzt die libOpenDrive für uns. Und da kann ich einen Parameter mitgeben, das ist ein Epsilon-Parameter, da wird dann mathematisch irgendwie berechnet, wie denn jetzt die Schrittweite sein sollte. Die kann ich ein bisschen feiner wählen oder ein bisschen gröber. Ich glaube, da ist sie dann einigermaßen konstant, aber man könnte es auch anders implementieren. Man könnte auch danach zum Beispiel noch einen Simplify-Algorithmus drüber laufen lassen, dass geraden Abschnitte, wo viele Punkte drauf sind, erstmal ein bisschen reduziert werden. Ganz genau.
ist jetzt nichts Dynamisches bei der Visualisierung. Ja, danke erstmal, schöner Vortrag. Du hattest erklärt, dass Kurven sehr wichtig sind in dem OpenDrive-Format. Ja. Bei der Übersetzung wird aber in Line-Strings übersetzt. Dabei geht sozusagen Qualität verloren. Das heißt, das Zurückschreiben wird dann auch schwierig? Genau, das ist jetzt der größte Disclaimer bei dem Ganzen, ist ein Read-Only-Treiber. Das heißt, wir können Daten laden, dann sind die in Simple-Feature-Repräsentierung. Das heißt, ich habe Liniensegmente. Am Ende ist jede Kurve eine Abfolge von Liniensegmenten. Und wenn ich die detaillierter haben möchte, muss ich mehr Punkte wählen. Zurückschreiben können wir aktuell noch nicht. Das Ganze ist sehr komplex, weil du dann natürlich erstmal diese parametrischen Kurvendarstellungen erstmal wieder generieren müsstest. Das heißt, du müsstest eine mathematische Kurve fitten mit einem Least-Squares-Ansatz oder einem Spline oder was auch immer, der dir durch deine Punkte hindurch erstmal wieder ein kubisches Polynom generiert, um in OpenDrive dann schreiben zu können. Aber Simple Features unterstützt auch Kurven oder habe ich das falsch erinnert? Simple Features kann einfache Kreisbögen. Diese Curves sind Kreisbögen mit konstantem Radius, aber sobald du komplexere Kurvenverläufe hast, kannst du das in Simple Features mit Erweiterungen vielleicht darstellen, aber es ist nicht dafür gedacht eigentlich. Vielleicht gibt es irgendwelche Erweiterungen, ja. Okay, dann vielen Dank für deinen Vortrag, Michael. Super, danke.